Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Wir sind heute dran mit der Steuerung. Ein Steuerungsdings haben wir ja schon. Jetzt brauchen wir noch drei andere. Jetzt ist halt nur das Problem, wenn wir jetzt alle drei mit denen da verbinden, dass wenn wir jetzt sagen, wir verbinden alle Dinger zum Kippen halt, also so nach so und so, dann ist nur das Problem, dass wenn wir die anders ansteuern wollen, dass das nicht geht. Obwohl, naja, bei vor und zurück brauchen wir ja nur eine Ding. Aber wenn wir dann nach links und rechts fliegen bzw. drehen wollen. Na, jetzt pass auf, wir können jetzt... Das könnten wir eigentlich alles nur mal so verbinden. Das wäre kein Problem. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Winkel. Der Winkel ist, sagen wir jetzt mal... Puh, keine Ahnung. Sagen einfach mal 10 Grad nur. Jetzt kippt das alles wieder um. Warte, ich will nicht, dass das gerade alles umkippt. So, jetzt bleibt das mal kurz stehen so. Der kommt dann eh wieder weg. So, das ist beim 30 Grad. Das steuern wir wieder mit einem Math-Block und zwar mit dem und zwar mit dem Sitz, weil das ja vor und zurück ist dann. Und Geschwindigkeit, ja, die ist eigentlich egal, relativ. Sagen wir mal 50. Das heißt, wir können die jetzt einfach mal so bewegen. Nur, dass die falsch rum sind. Wenn ich jetzt W drücke, dann gehen die alle so nach vorne. Das können wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Naja, also irgendwie funktioniert das nicht ganz. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur die vorne drehen. Also jetzt müssen wir aber, dass das so bleibt, wie sie es das so machen. Das würde schon eher funktionieren. Aber dann kippen wir vorne drüber. Okay, also das funktioniert irgendwie nicht so ganz, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Und wir werden das jetzt einfach so machen, dass wir die Drohne so steuern, und zwar, dass wir nicht die Propeller selber bewegen, sondern die Geschwindigkeit von den Propellern. Und dass wir dann so einfach dann die Drohne dann steuern, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich meine, ich weiß nicht, es wird, glaube ich, so auch funktionieren, aber da müssten wir irgendwie, ja, kann ja irgendwie komisch mal dumm tun und, ja, was weiß ich, machen wir das anders. Dann gehen wir das da alles weg. So, jetzt können wir das noch kurz vervollständigen. Wie war denn das jetzt? So. Ja. So, jetzt haben wir das wieder so.
Und jetzt kommt da einfach überall der Block drauf. So, die Dinger drauf. Oder naja, eigentlich könnten wir sie auch mit oh, wo sind sie? Den Dingern da machen. So, und jetzt liegen die Propeller schon circa da, wo wir es ungefähr brauchen. Jetzt ist halt nur so, wenn wir die Drohne dann drehen wollen, dann funktioniert das ja quasi so, dass wir dann einfach das Drehmoment ändern auf verschiedenen Rotoren und sich so die Drohne dann halt eben bewegt. Und wenn wir die jetzt am Stand drehen wollen, dann müssen wir das ja dann quasi diagonal verändern, weil sich die Drohne ja sonst dann nicht dreht, weil dann bewegt sie sich ja nach links oder rechts. Und damit das aber funktioniert, müssen die diagonal sich in dieselbe Richtung drehen. Das heißt, wir können jetzt nicht den einfach da hergeben. Also können wir schon, wir müssen nur schauen, wie wir die drauf machen. Also angenommen, wir machen den jetzt nach oben. Dann müssen wir den nach unten machen. So. Dann. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das heißt aber, wenn der oben ist, also wenn der nach unten zeigt, dann müssen die nach oben zeigen. Und der dann wieder nach unten. Wenn wir das jetzt wieder verbinden mit dem, mit unserem Motor, er es dann dreht, dann müssen wir das so ändern, dass der nach unten zeigt, gegen den Uhrzeigersinn. Und der nach oben zeigt, weil das gegen den Uhrzeigersinn. Der zeigt nach oben im Uhrzeigersinn, der zeigt auch nach oben im Uhrzeigersinn. So, und wenn ich jetzt erstmal den Lift wegmache und dann auf 1 drücke. Passiert gar nichts. Ja, well. So, wenn ich das jetzt drehe. Warte mal. Gehen die vorne, wieso gehen die vorne runter? Drehen, drehen. Jetzt funktioniert es. Okay. Also fliegen können wir mal ganz normal. Jetzt drehen sich die aber falsch. Weil die müssen sich genau anders drehen. Das muss sich diagonal in dieselbe Richtung drehen. Das heißt aber, wir müssen das... Ja, ich weiß schon warum. So machen. Oder? Wir sollten jetzt eigentlich auf dem auch Auftrieb haben. Ja, genau. Und nur der nervt. Gut. Das heißt, der muss jetzt dann so... Oh nein, Blödsinn. Hä? Der ist so. Und der ist so. Ja, genau, perfekt. Okay. Und was wir auch noch einbauen werden, ist, dass wir das Ganze nicht unter 0 Umdrehungen drehen können. Weil wenn ich das jetzt drehe, ja, und dann Ding, jetzt kann ich nämlich rückwärts wieder drehen. Das ist ein bisschen doof. Das kann nämlich manchmal vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Deswegen nehmen wir uns jetzt das da und bauen dann Logic Gate mit ein. So, und wenn jetzt... Jetzt müssen wir das aber so machen, dass wir da den dazwischen machen und das auf Multiplizieren setzen. So, wenn wir den jetzt da rein verbinden und das so machen, dann wird das alles ganz normal funktionieren, so wie es immer funktioniert hat. So. Nur, wenn wir jetzt sagen, der Counter ist unter 0. Wenn ich das jetzt so mache, dann leuchtet das Gate. Wenn ich das jetzt unten drehe, dann ist die Zahl unter 0
Oder halt Minus eben. Und dann leuchtet der nicht. Der leuchtet nur, wenn die Zahl größer 0 ist. Das heißt, wir können das jetzt einfach in den Matheblock reinsetzen. Und zack, können wir nicht mehr unter 0 drehen. Weil, wenn wir das nämlich probieren wollen. Ach so, hehe. Jetzt haben wir das Problem, dass 0 ist. Und wenn das 0 ist, können wir das nicht drehen. Das ist neu spawnen. Kann ich dann auf einmal Gas geben, okay. Okay. Funktioniert also doch. Unter 0 geht nicht. Okay, dann einfach kurz ein bisschen drauf spammen, dann funktioniert das. Oder auf 3 drücken, das funktioniert auch. Okay, gut, dann das passt schon mal. Das ist gut. Und jetzt können wir uns an die Steuerung ranmachen. Das kommt weg. So. Das ist ja schon eine WS-Steuerung da hinten. Warte mal, wir müssen das eigentlich anders machen. Eigentlich müssen wir jeden Motor mit einem einzelnen Motor, also jeden Propeller mit einem einzelnen Motor ansteuern, damit das funktioniert. Weil, ja. So. So müssen wir dann noch kurz die. Wieso drehst du dich jetzt? Ah ja. Null Position. Und so. Genau. Und dann machen wir die Steuerung einfach. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, wir brauchen das nur da überall reinmachen. Das kommt vorerst weg. Und hier noch rein. Das funktioniert alles ganz normal. Bis auf das, dass du falsch drehst. Das war schon. Sonst dreht alles richtig, oder wie? Ja, perfekt. Okay, das passt. Gut. So. Und wir müssen jetzt. Wie müssen wir das jetzt machen? Wenn wir jetzt W oder S drücken zum Beispiel, brauchen wir einen bestimmten Wert, den wir plus oder minus rechnen. Und das dürfen wir aber nicht multiplizieren. Weil sonst wird, je höher die Drehzahl ist, je stärker die Änderung auch am stärksten. Die soll aber je nach Drehzahl aber gleich bleiben. Sonst wird es uns dann einfach überdrehen und das wird, das Verhältnis zwischen vorne und hinten wird dann direkt proportional ansteigen, aber das wollen wir nicht. So, das heißt jetzt dann, dass wir da einfach das wegmachen. Ach so, ja, das ist die Verbindung rüber. Okay. Das kommt weg. Da kommt ein Plusblock, der dann das Ergebnis einfach weitergibt. Wenn ich das jetzt weiß anmal, funktioniert alles wieder ganz normal, so wie immer. Genau. Nur dass wir jetzt eben. Achso, nein, wir brauchen aber. Stimmt, so warte mal, wir müssen da aber. Pro Motor brauchen wir einen Plus-Dings. Das heißt, wir können das nicht so aufteilen. Sondern wir müssen das. Das geht jetzt nur in den. So, sondern wir müssen das so aufteilen. Da den Plus, also den Multiplikationswert, da überall reinmachen. So. Alles funktioniert noch. Das heißt, das ist der, das ist der, das ist der und das ist der. Wenn wir jetzt W drücken zum Beispiel. Ja, machen wir das hinten. Wenn wir jetzt W drücken, dann haben wir da
einen positiven beziehungsweise einen negativen Wert. Jetzt müssen wir das nur noch separieren, dass wir bei W dann halt, wenn ich W drücke, also wir müssen jetzt einfach mal nur einen Wert festlegen, mit dem wir dann multiplizieren. So, das und das, das ist dann der Wert, den wir dann addieren bzw. subtrahieren müssen. Den müssen wir dann halt dann jeweils dann noch mit vorne und hinten mit minus 1 multiplizieren. Also hinten minus 1, vorne nicht. Dass wir dann hinten weniger und vorne mehr Drehzahl haben. Oder halt eben umgekehrt. So, und mit welchem Wert wollen wir das multiplizieren? Wir steigern den Wert von der Geschwindigkeit um 100 pro Tick. Das heißt um 4000 pro Sekunde. Aber am einfachsten ist, wir geben uns den Wert, wir lassen uns den Wert einfach anzeigen. Nehmen dann Numberblock. Machen einfach zwei hin. Falsch rum, eh klar. So. Den malen wir so an und den malen wir so an. Das ist jetzt dann der Wert von dem Counter. Den wollen wir uns anzeigen lassen. Das heißt, wir brauchen zum Fliegen. Oder mal, wir machen das so. 1500. Und 3000 zum Abheben. Das heißt, ich würde sagen, wir machen das mit 1000. Das heißt, wir haben dann eine Differenz von 2000. Das reicht gerade so nicht zum Starten. Das sollte eigentlich ganz gut sein. So. 1000. 1. Ja. 1. So, das heißt, wenn wir jetzt W oder S drücken, haben wir hier einen Wert von plus 1000 bzw. minus 1000. So, der Wert. Was machen wir mit dem Wert? Plus 1000, minus 1000. Was sind die hinteren Motoren? Die zwei. Das heißt, wir müssen jetzt hinten, Moment, wenn wir nach vorne wollen, müssen die hinten schneller drehen als die vorne. Das heißt, wenn wir W drücken, haben wir plus 1000. Das heißt, die plus 1000 müssen hinten sein. Das heißt, das und das. Und vorne müssen es minus 1000 sein. Das sind die zwei. Das heißt, wir müssen den ganzen Wert einfach nur einmal mit minus 1 multiplizieren. Das heißt, das setzen wir auf multiplizieren. Und dann brauchen wir noch den Wert minus 1. Das ist da unten. Das unten sind die negativen Werte und das die oben die positiven. Und da das 1 ist, ist das minus 1. Das heißt, malen wir braun an. So, minus 1. Das gehen wir da rein. Das heißt, wir haben da minus 1. Minus 1. So. Hä? Der Fug? Ach so, Blödsinn. So muss das sein. Warum dreht der sich jetzt gar nicht mehr? Was hat der jetzt für ein Problem? Ah ja, das muss da rein, natürlich. Das reicht aber eigentlich schon. Zum Steuern. Es ist theoretisch schon genug. Okay, dann brauchen wir vorne, hinten gar nicht. Das ist nämlich 1000 ist genug zum Steuern. Obwohl, naja. Der Vollständigkeit halber machen wir es vorne natürlich auch. Da würde ich dann aber einen geringeren Wert nehmen, wenn wir es vorne auch machen, weil sonst ist es ziemlich aggressiv. Das heißt, wir nehmen einfach... Jetzt hätten wir 1000 Unterschied. Das heißt, wir nehmen dann einfach 1200 Unterschied. Wenn wir 1200 Unterschied wollen... Dann müssen wir hier
400 abziehen. Das heißt, der hat jetzt einen Wert von 600. Und wenn wir das vorne auch machen, haben wir dann insgesamt 1200. So, das heißt, die vorderen müssen sich jetzt nur langsamer drehen. Was heißt, dass wir diesen Wert mit minus 1 multiplizieren. Und dann hier, beziehungsweise, was ist dein weißer Block? Der da nicht. So müssen wir das jetzt machen. Das heißt, ja, das funktioniert ganz gut. Jetzt drehen wir uns auch schöner. Okay, so funktioniert das natürlich nicht. So, das heißt, wenn man das sich jetzt anschaut. Warte mal, machen wir das. Machen wir das vielleicht doch größer ein bisschen noch. Machen wir 1600. Jetzt sieht man es schön. Wenn ich jetzt S drücke, dann drehen sich die vorne viel schneller als die hinten. Und wenn ich W drücke, drehen sich die hinten viel schneller als die vorne. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen hochgehe mit der Drehzahl, dann können wir das da schön steuern. Genau. Gut, dann würde ich aber sagen, ist gut, dass das jetzt funktioniert. Und dann machen wir aber die Links-Rechts-Steuerung nächste Folge, weil ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt schon über den 20 Minuten drüber sind. Oder ob wir überhaupt drüber sind, weil ich habe dazwischen ein paar Denkpausen eingelegt, wie wir das jetzt am blödesten machen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie lange wir vor der Zeit her sind, aber ist eigentlich egal. Weil es sowieso Scrap Mechanic ist und da sind längere Zeiten sowieso erlaubt. Und ja, ich hoffe, euch raucht jetzt gerade nicht der Kopf wegen dem ganzen Zeug. Aber es ist im Prinzip ziemlich simpel. Es schaut einfach nur kompliziert aus. Aber es ist eigentlich ziemlich einfach. Am Ende, wenn wir dann fertig sind, kann ich ja alles nochmal erklären. Das ist kein Problem, weil solange ich mich auskenne, kann es gerne kompliziert sein. Aber ja, dann hoffe ich natürlich, euch hat die Folge wie immer gefallen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin, ciao.